Okay, gut. Ja, dann komme ich nächsten Dienstag in Ihre Kooperationszeit und dann erkläre ich Ihnen die neue Höranlage von Patrick. Ja. Ja, das ist gut, dass dann alle Kollegen da sind. Ja. Sie können dann auf jeden Fall in die Anlage mal reinhören und die ausprobieren. Genau, ja. Und ja, ich denke, dass wir dann da auch alle anderen Fragen und Unklarheiten noch klären können. Okay, gut, genau, prima. Dann, ja, genau, also dann bis nächste Woche. Ja, tschüss. Okay, dann schreibe ich dem Patrick gleich noch, wann der Termin ist. Und erinnere ihn noch, dass er mir seine Hörkurve schicken muss. Hallo. Hallo. Wo kommst du denn so schwer bepackt her? Ich war in Weinstadt. Du hast du ja zur Abwechslung mal einen kurzen Anfahrtsweg gehabt. Ja, ich war bei Susanne. Weißt du, die Susanne, die sich mit ihrer AVBS so schwer tut? Da habe ich den Unterricht gemacht zum Thema AVBS. Bisher wollte sie immer nur mit einzelnen SchülerInnen sprechen und jetzt, heute durfte ich sozusagen vor die Klasse. Hat Susanne denn jetzt eigentlich eine eigene digitale Übertragungsanlage? Nee, bisher noch nicht. Die ist beantragt, aber da streiten sich gerade Krankenkasse und Eingliederungshilfe, wer finanziert. Ja, die Susanne möchte gerne den Roger Focus haben und ist sich aber selber noch gar nicht so sicher, ob sie sich dann traut, die Anlage auch einzusetzen in der Klasse. Ja, das ist nochmal oft eine Hürde dann für die SchülerInnen. Und jetzt warst du heute in der Klasse zur Schülerinfo zum Thema AVBS? Genau, ja. Die Klasse war super interessiert. Die MitschülerInnen hatten selber schon ganz viele Ideen, wie sie die Susanne unterstützen können. Und ich glaube, dass für die Susanne es richtig gut war, sich zu outen vor der Klasse und auch zu hören, dass sowohl die LehrerInnen als auch die MitschülerInnen die Anlage gerne nutzen würden, wenn sie denn mal da ist. Ja, so eine Klasseninfo ist oft total aufschlussreich für die Betroffenen, gell? Die Susanne meinte danach, dass sie selber ihre eigene AVBS jetzt auch echt viel besser versteht. Und ging es dir auch so, dass die Klasse eigentlich total gut mitzieht bei diesem Unterricht? Ich finde irgendwie unsere SchülerInnen, die machen sich oft so total negative Gedanken davor und Sorgen, aber eigentlich reagiert die Klasse da immer total positiv drauf, gell? Ja. Und die Schule selber ist auch total offen für SchülerInnen mit Einschränkungen. Susanne bekommt von der Klassenlehrerin ganz viel Unterstützung. Und vor 2 Wochen war ich an der Schule und habe die Lehrerinfo gemacht. Da hatte ich das Gefühl, es kam auch echt gut an. Die waren alle ganz offen und interessiert. Cool. Gibt es an der Schule eigentlich auch eine Sonderpädagogik? Nee, gibt es nicht, weil es ist ja eine Fachschule. Aber wir haben, also die Susanne hat mit mir gemeinsam eine Assistenz beantragt, mit der sie dann den Stoff nochmal durcharbeiten kann, nochmal nacharbeiten kann. Englisch ist halt einfach ein Riesenproblem. Das hatte sie am SWBZ noch gar nicht. Ist Englisch überhaupt prüfungsrelevant für Susanne? Ich meine, sonst könnte sie sich ja davon auch befreien lassen. Rechtlich ist das möglich. Ja, das hat der Betrieb tatsächlich auch schon gefragt, ob das möglich ist. Das wäre eigentlich perfekt, weil dann hätte die Susanne zwischendurch auch mal Hörpausen. Ich muss einfach den Rektor noch mal ansprechen, oder noch mal Kontakt aufnehmen und mit ihm besprechen. Das schreibe ich mir noch mal auf. Das ist gut, dass du es noch mal sagst. Was bekommt sie sonst als Nachteilsausgleich? Im Moment bekommt sie Zeitverlängerung in allen Fächern, aber manchmal nützt die Zeitverlängerung nicht viel. Da bräuchte sie eigentlich textoptimierte Prüfungsaufgaben. In den Klassenarbeiten können es die LehrerInnen aber im Moment nicht leisten und da werden ihr die Aufgaben vorgelesen und sie hat Rückfragemöglichkeit. Und für die Prüfung beantragen wir dann auf jeden Fall Ja. Textoptimierung. Das hört sich nach einer guten Lösung an. Und wie gut klappt es im Kindergarten bei ihr? Das ist ja mit AVWS auch eine Herausforderung. Ja, das stimmt und nicht nur eine akustische Herausforderung, sondern sie muss auch ganz
viele Ausarbeitungen schreiben und das ist für sie richtig anstrengend und kompliziert auch, ja. Mensch, da habt ihr beiden ja noch richtig viel Arbeit vor euch. Allerdings, aber die Susanne ist sehr motiviert und hängt sich voll rein. Ja, da lohnt sich mein Einsatz mal wirklich. Und im Zweifelsfall kann ich ja auch im Team immer noch mal um Rat fragen. Auf jeden Fall, ja. Mit Blick auf die Uhr, hast du Lust, mit mir Mittagessen zu gehen? Ja, gerne. Ich würde noch meine Nachricht schnell fertig tippen. Alles klar, super.